meine Damen und Herren, etwas anders als ursprünglich angekündigt im Programm, möchte ich jetzt nicht allgemein zum Thema Agilität und Innovation mit Ihnen diskutieren, sondern das Ganze ein bisschen fokussieren und Ihnen ein Tool vorstellen, das ich in der letzten Zeit entwickelt habe, heißt Product Canvas. Denn ich habe gemerkt, in meiner Arbeit mit Produktmanagern, mit Product Owners, aber auch beim Entwickeln meiner eigenen Dienstleistungen und meiner eigenen Produkte, dass manchmal ein traditionelles Product Backlog, wie es ja eigentlich, finde ich, hinreichend in der Literatur beschrieben ist, nicht immer optimal geeignet ist. Und dieser Product Canvas ist sozusagen eine Alternative und die möchte ich Ihnen einfach gerne kurz vorstellen. Wenn Sie Fragen haben oder Anregungen, dann wäre es toll, wenn Sie die einfach jederzeit fragen. Also bitte nicht scheu sein, sondern mit Handzeichen auf sich aufmerksam machen. Es ist ein großer Raum und ich habe hier ein lautes Mikro, aber es freut mich sehr, wenn Sie also Ihre Fragen stellen oder sonst Anregungen beitragen. Ja, was möchte ich mit Ihnen machen? Ja, ich möchte gerne mit Ihnen den Product Canvas diskutieren. Es läuft etwas schnell durch und leider hat die Formatierung, sieht auf dem großen Screen auch nicht so toll aus. Anhand eines Beispiels, und zwar mit Ihnen gemeinsam zu gucken, wie können wir ein neues Produkt beschreiben, die Anforderungen und Ideen für ein neues Produkt. Und in unserem Fall wird es ein X-Wing Fighter sein. Also nicht, haben wir denn Star Wars Fans unter uns? Haben wir irgendwelche Star Wars Fans, bekennende Star Wars Fans? Ah, ein paar, ja, sehr schön. Also Sie dürfen mir dann helfen, denn auch wenn jetzt das Ganze so ein Star-Wars-Thema hat, ich bin jetzt kein Hardcore-Fan, also immer wenn ich was Falsches sage, dann bitte gleich korrigieren. Ja, also stellen Sie sich vor, nicht, wir sind jetzt Teil der Rebellenallianz und unsere Spione haben herausgefunden, dass es eine neue Bedrohung gibt durch das Imperium, durch das galaktische Imperium und wir müssen jetzt was tun. Ja, was wir brauchen, ist ein neues Produkt, eine neue Waffe. Ja, und dann stellt sich, denke ich, als allererstes die Frage, wie können wir denn jetzt unsere Ideen zu dem neuen Produkt festhalten? Wie können wir die denn beschreiben? Und was wäre jetzt in einem agilen Kontext das Naheliegende? Wie halten Sie Ideen und Anforderungen für ein neues Produkt fest? Also User Stories im Product Backlog, ja, eine gute Idee, wie ich finde. Also ich habe auch gleich mal an das Product Backlog gedacht, ja. Und das Product Backlog, wie ich finde, nicht, also Sie sehen hier so ein Product Backlog ganz grob skizziert mit viel Detail oben und weniger Detail dann weiter unten im Product Backlog, nicht, ist ja so eine Art priorisierte Feature-Liste oder Anforderungsliste. Nicht, also die Idee im Product Backlog ist, dass wir uns überlegen, wie soll das Produkt aussehen, was soll es leisten, dann schreiben wir das Ganze auf, vielleicht in Form von User Stories und dann priorisieren wir es. Von 1 bis N oder 1 bis 53 oder 783, je nachdem, wie lang Ihr Backlog ist. Und das klappt, wie ich finde, ganz gut. Ja, nämlich immer dann, wenn wir wirklich auch Priorisierungsentscheidungen treffen müssen und können. Ja, also das Schöne, finde ich, an einem Product Backlog ist, dass es wirklich so Priorisierungsentscheidungen quasi erzwingt. Wir müssen überlegen, was machen wir als nächstes und wie wichtig sind denn unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Anforderungen. Allerdings finde ich auch, dass ein klassisches, ein traditionelles Product Backlog auch bestimmte Einschränkungen hat. Ja. Also die erste Einschränkung ist, wo sind denn eigentlich die Anwender und wo sind denn eigentlich die Käufer? Nicht? Da findet sich jetzt in einem Product Backlog eigentlich kein Platz, um Ideen, Informationen zur Zielgruppe und deren Bedürfnisse, also den Bedürfnissen der Anwender aufzunehmen. Und ich erinnere mich an das allererste Scrum-Projekt, das ich 2004 durchgeführt habe. Da ging es um die Entwicklung eines neuen Telekommunikations-Software-Produktes. Und da haben wir auch ganz brav unser Product Backlog erstellt, aber zunächst mal Business Use Cases geschrieben und Aktorentabellen angelegt und die Aktoren beschrieben und auch ein paar Diagramme erstellt, um so typische Sequenzen und Workflows festzuhalten. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Der einzige Nachteil war, dass die Aktorenbeschreibung, also die Beschreibung der Anwender und ihre Bedürfnisse, jetzt nicht wirklich mit dem Product Backlog verknüpft war, sondern in einem anderen Verzeichnis lag und auch mit anderen Tools festgehalten wurde. Also nicht Benutzer und Bedürfnisse sind ein bisschen schwierig abzubilden in einem Backlog. Ja, und genauso auch ist es schwierig, die Benutzerinteraktion festzuhalten.
Und das ist deswegen so wichtig, finde ich, und es ist deswegen nicht, es ist wichtig, über die Benutzer und die Benutzerinteraktion nachzudenken, denn beides stellt eigentlich eine wahnsinnig wichtige Quelle für User Stories dar. Ja, ist häufig sehr schwierig, überhaupt die richtigen User Stories abzuleiten, wenn wir nicht wissen, wer sind die Anwender und wenn wir auch nicht eine grobe Vorstellung davon haben, wie die Anwender mit dem Produkt interagieren. Ja, und zu guter Letzt ist es ein bisschen trickreich, in einem Product Backlog Designideen festzuhalten. Ja, also User Stories, wissen Sie vielleicht aus der eigenen Erfahrung, eignen sich häufig nicht optimal dazu, um User Interface Design darzustellen. Und dann fragen wir uns natürlich, oder frage ich mich, wie machen wir das Ganze und wo im Product Backlog finden sich die entsprechenden Informationen. Ja, und deswegen habe ich als eine Art kleine Alternative ein quasi neues oder multidimensionales Backlog entwickelt und das dem Ganzen auch noch einen neuen Namen gegeben und es Product Canvas, also Produktleinwand genannt. Und das möchte ich Ihnen, dieses Tool möchte ich Ihnen ganz kurz im Überblick vorstellen und dann anschließend, solange wir noch Zeit haben, ein bisschen in die Details eintauchen. Also zunächst mal, Sie sehen schon, bietet der Canvas mehr Struktur an, damit auch ein bisschen mehr Hilfestellung und Orientierung. Und der Canvas versucht auch, Vorschläge für Techniken zu machen. Darauf gehe ich dann noch im Detail ein. Ja. Also, was dieses Tool will, es möchte das wer ist der Anwender, wer ist der Kunde, wer benutzt das Produkt beschreiben. Er möchte beschreiben, warum Anwender mit dem Produkt interagieren und was das Produkt ist und was es leistet. Also damit eine ganzheitliche Beschreibung des Produktes herbeiführen. Das Benutzererlebnis, die Benutzerinteraktion, ja, User Experience festzuhalten, war ein weiteres Ziel, das ich hatte bei der Entwicklung dieses Tools. Ja, und sowohl einen Überblick, eine Skizze des Produktes zu geben, als auch Details festzuhalten, sodass dann tatsächlich iteriert, experimentiert, gesprintet werden kann. Ja, und das war mir deswegen ein besonderes Anliegen, weil ich in meiner Arbeit mit Product Owners immer wieder feststelle, dass Backlogs dazu tendieren, entweder, ich versuche es nochmal zu sagen, also Backlogs tendieren häufig dazu, dass sie so mittelgranular sind. Ja, das heißt, dass die hochprioren Einträge, die jetzt im nächsten Sprint oder in der nächsten Iteration abgearbeitet werden sollten, zu grob sind. Und dafür niederpriore Einträge, die vielleicht erst in 2-3 Monaten umgesetzt werden, schon zu detailliert sind. Ja? Und um hier eine Hilfestellung zu geben, habe ich also versucht, den Canvas so zu strukturieren, dass er also wirklich einen Überblick über das Produkt ermöglicht, das Produkt grob skizziert, aber dann eben auch die Details für den nächsten Sprint, für die nächste Iteration zur Verfügung stellt. Ja, und schließlich, ich hatte es schon angesprochen, Techniken mit einer Struktur verheiratet und auch quasi einen Workflow zur Verfügung stellt, wie so ein Canvas zu benutzen ist. Denn auch da bietet, finde ich, ein traditionelles Product Backlog sehr wenig. Und das kann gut sein, weil es bedeutet, dass dann der Anwender, der Product Owner und das Team viele Freiheitsgrade haben. Aber manchmal ist es auch ein bisschen wenig, gerade wenn man ein neues Produkt entwickelt, ein bisschen wenig an Hilfestellungen. Und Sie finden übrigens mehr Informationen zu dem Product Canvas auf meinem Blog. Ja, Product Canvas im Detail. Schauen wir uns kurz diese Struktur ein bisschen genauer an. Also zunächst mal finde ich es hilfreich, die Vision festzuhalten. Das ist jetzt nicht besonders spannend, aber dienlich dazu, das übergeordnete Ziel, die Motivation, die Intention hinter dem Produkt kurz aufzuführen. Ja, also zu sagen, was wollen wir denn mit dem Produkt überhaupt erreichen? Also im Falle der Entwicklung eines X-Wing-Fighters, warum machen wir das Ganze denn überhaupt? Ja, vermutlich um das galaktische Imperium, naja, wenn nicht zu besiegen, dann doch entgegentreten zu können. Ja, dann den Namen des Produktes, auch das ist erstmal nicht besonders spannend, aber meistens hilfreich zu sagen, wie heißt das Ding oder wie nennen wir es bisher. Und dann hier links die Zielgruppe festzuhalten. Und meine Präferenz ist es, in Form von Personas zu tun. Setzt denn jemand von Ihnen Personas ein? Keiner, wie es aussieht? Aha. Na, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, das als eine kleine Anregung mitzunehmen und zu überlegen, mit Personas zu experimentieren. Also Personas sind fiktionale Anwender oder Kunden, die einen Namen haben, auch ein Bild haben
und die Ziele oder Bedürfnisse haben, Probleme haben, die das Produkt lösen soll. Nicht? Also wir könnten uns jetzt überlegen, für einen X-Wing Fighter machen wir dann gleich auch noch anhand eines Beispiels, wer sind die Anwender? Naja, vermutlich Piloten beispielsweise. Nicht? Könnte aber auch ein Mechaniker sein, der dann so ein Flugzeug wartet. Ja, als nächstes finde ich es hilfreich, über die Benutzerinteraktion nachzudenken. Und diesen Abschnitt habe ich Journeys genannt, also Benutzerreisen. Wie sieht denn so ein Weg, so eine Reise eines Anwenders aus, wenn er mit dem Produkt interagiert? Und das Ganze können Sie entweder als Szenarien festhalten, ja, kennen Sie vielleicht, ist auch so ganz klassisch, also ganz klassisches User-Centered Design, dass die Interaktion eines Anwenders mit einem Produkt über textuelle Szenarien festgehalten wird. Ein bisschen machen das Use Cases ja auch, nicht? Da gibt es ja auch Szenarien, dass man sagt, okay, jetzt passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Nicht? Also Pilot steigt ein, dann drückt der Pilot auf den Startknopf, dann fliegt der Flieger ab, ja, dann wird ein TIE Fighter, ein feindlicher TIE Fighter gefunden. Nicht? Das wäre jetzt so eine einfache Beschreibung. Schön ist es auch, finde ich, Interaktionen in Form von Workflows oder von Storyboards festzuhalten. Ja, da sind wir wieder bei Walt Disney. Storyboards kommen ja eigentlich aus der Filmbranche, aber sind eigentlich eine sehr schöne Möglichkeit, die Anwendung eines Produktes darzustellen, zu skizzieren, und dabei müssen Sie jetzt kein Künstler sein und nicht wunderschöne Bilder malen, sondern es können wirklich auch ganz, ganz grobe Skizzen sein. Und einer meiner Kunden in Cambridge, in Großbritannien, die stellen Engineering-Software her, um Fabrik-Layouts ideal zu gestalten. Die setzen Storyboards ein, um die Interaktion jetzt von beispielsweise Mechanikern mit einzelnen Apparaturen in der Fabrik darzustellen. Ja, also kann man auch für sehr, sehr technisch orientierte Produkte sehr schön machen. Was gibt es noch? Naja, also ich glaube, es ist an der Zeit, ein bisschen über das Thema User Stories zu sprechen, zumindest über grobe User Stories, Epics. Ja, also Epics sind, Epen sind ganz, ganz, ganz grobe User Stories. Denken Sie an den Homer und die Odyssee, nicht, was der nicht alles erlebt hat, die ganzen Begegnungen, die Sirenen, der einäugige Riese, Zyklop, der ihm begegnet ist, den er besiegen musste. Also ganz, ganz große Stories, ja, eben sind große Stories oder die dann auch im Laufe der Zeit progressiv in kleinere Stories zerlegt werden. Und mit den Epen umreißen wir grob die Produktfunktionalität. Ja, ja, was brauchen wir noch? Was fehlt noch? Na, ich würde vorschlagen, das Design, ja, also zu skizzieren, wie sieht denn das Produkt aus? Und ich arbeite am liebsten mit Designskizzen, durchaus auch mit Papier und Bleistift erstellt, damit das Ganze auch schnell geht, einfach geht und leicht anpassbar ist. Ja, und dann noch Constraints oder auch operative Qualitäten oder Systemeigenschaften, nicht? Also das können Sie jetzt nennen, wie Sie wollen. Ich habe den Begriff Constraints gewählt, weil klassischerweise im Bereich von User Stories dann solche Eigenschaften über Constraint-Karten abgebildet werden. Und das sind dann Dinge wie Performance oder Interoperabilität oder auch regulatorische Anforderungen, ja, die wir nicht vergessen sollten, und zwar generischer Art, die für das gesamte Produkt gelten. Und was wir jetzt bisher haben, ist sozusagen ein grober Überblick über das Produkt. Wir haben also hier die Anwender mit ihren Bedürfnissen skizziert, dann haben wir gesagt, wie interagieren die Anwender mit dem Produkt, was hat das Produkt grob an Funktionalität, was sind so wichtige Designideen und was sind so wichtige Systemeigenschaften. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist, dass wir genügend Informationen aufbereiten, damit tatsächlich dann auch ein allererstes Produktinkrement oder ein allererstes Stück Software oder Prototyp erstellt werden kann. Und das passiert hier ganz rechts. Und diesen Abschnitt habe ich Ready Stories genannt. Und das sind also jetzt kleine, feine, detaillierte Benutzergeschichten, die dann im nächsten Sprint abgearbeitet werden können. Und die typischerweise durch ein Sprint-Ziel oder eine Hypothese ja, gebunden sind. Das heißt, nicht, wir wollen beispielsweise jetzt im ersten Sprint herausfinden, ob eine bestimmte Antriebstechnologie für unseren X-Wing Fighter geeignet ist, dann wäre das das übergeordnete Sprintziel und wir würden dazu dann die entsprechenden detaillierten User Stories formulieren. Ja, soweit, so gut. Dann schauen wir uns mal kurz an, wie Sie am besten so ein Canvas auffüllen. Ja, ich hatte es schon angedeutet, ich fange mit den Personas an. Der Grund ist ganz einfach, wenn ich nicht weiß, für wen das Produkt ist, warum
Anwender das Produkt nutzen oder Käufer das Produkt erwerben, dann wird es mir sehr schwer fallen, auch die richtigen Eigenschaften herauszusuchen, um das Produkt richtig zu beschreiben. Ja, also für mich fängt letzten Endes Produktentwicklung immer mit dem Anwender an, immer auch mit dem Anwender, mit dem Menschen. Ja, also deswegen schreibe ich als erstes die Personas. Und damit haben wir die Zielgruppe und die Bedürfnisse abgedeckt und können uns dann dem eigentlichen Produkt zuwenden und mit diesem Mittelteil des Canvas im Prinzip eine Produktskizze erstellen. Ja, also ich fange an mit den Journeys, mache dann die Epics, dann das Design und dann schließlich die Constraints. Und wie gesagt, wir haben damit eine Produktskizze, einen groben Überblick. Und daher kommt auch der Name Canvas, nicht? Es ist ähnlich wie ein Künstler anfangen würde, zunächst mal auf einer Leinwand eine Skizze zu erstellen, bevor dann die Details des Bildes sukzessive entstehen. Ja, so machen wir das hier auch. Wir halten sozusagen wichtige Ideen für unser neues Produkt fest. Und die Details entstehen dann im Laufe der Entwicklung. Ja, und dabei geht es jetzt nicht darum, wirklich alles im Vorhinein zu spezifizieren. Ganz im Gegenteil, ähnlich wie wir das machen würden, wenn Sie jetzt sich hinsetzen würden mit einer Leinwand, um ein Ölbild zu malen. Sie wollen wirklich nur wichtige Informationen vorab festhalten, beispielsweise nicht welche Objekte, aus welchem Blickwinkel, vielleicht auch wo kommt das Licht her. Und ähnlich wollen wir das hier tun. Die Details, die finden sich dann hier ganz am Schluss, in diesem Abschnitt, dem Ready Stories Abschnitt. Ja, also der Stories, der User Stories, die dann auch wirklich umsetzbar oder abarbeitbar sind. Ja, sodass wir also hier wirklich zwei Granularitätsstufen haben, die quasi dieser Canvas vorgibt oder in einer gewissen Weise auch erzwingt und damit hoffentlich vermeidet, dass alles quasi so ein Graubereich ist. Ja, alles ist mittelgranular. Das sind also die umsetzbaren Stories. Ja, dann schauen wir uns doch so ein Beispiel des Canvas an für unseren X-Wing Fighter. Da haben wir also jetzt zunächst mal unsere Vision, nämlich das Imperium zu schlagen. Da haben wir einen Namen, da ist also wenig überraschend. Ja, vielleicht etwas spannender wird es, wenn wir uns jetzt hier die Personas angucken. Und da sehen Sie, dass ich ein Persona-Template verwendet habe. Also ganz links jeweils hier bei der Persona ist das Bild mit einem Namen. Und dann haben wir hier den Kontext der Persona, also das ist eine Beschreibung der Persona. Beispielsweise könnten wir sagen, wir wollen einen X-Wing Fighter bauen, der ganz leicht benutzbar ist. Das heißt, Zielgruppe sind jetzt nicht erfahrene Veteranen, die schon ganz viele andere Flugzeuge der Allianz geflogen sind, sondern nicht so jemand wie Luke Skywalker, der vorher über einen Kartoffelacker mit so einem kleinen Ding gepäst ist, der soll eigentlich jetzt auch mit minimalem Aufwand so ein X-Wing Fighter fliegen können. Das würden wir hier festhalten und wir würden auch dann hier die Bedürfnisse der Persona genauer beschreiben. Ja, also welches Problem soll das Produkt abstellen, wobei soll das Produkt der Persona helfen oder was ist die Motivation, der Grund, dass jemand das Produkt nutzen möchte. Und dann sehen wir hier drei Journeys, die ich festgehalten habe in Form von Workflow-Diagrammen, jeweils mit dem Persona-Bild, damit wir wissen, um wen es sich handelt. Nicht? Wir haben ja zwei Personas hier und hier haben wir die Hauptpersona genommen und sehen also hier gibt es zwei wesentliche Workflows und hier dann noch eine Darstellung, wie die Persona mit verschiedenen Screens, mit verschiedenen Designs interagiert. Also beispielsweise jetzt hier im Rahmen des Cockpits. Ja. Sie können das Ganze natürlich auch textuell festhalten. Ich hatte schon die textuellen Szenarien angesprochen. Ich persönlich finde wirklich eine visuelle Darstellung sehr schön, weil dadurch ein guter Überblick schnell geschaffen wird. Und wir auch vermeiden, dass wir hier dann zu viele Details reinpacken, die wir zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht kennen können, wenn es sich wirklich um ein neues Produkt handelt. Ja, dann gucken wir uns die Epics an. Da haben wir fünf Stück, nämlich wir möchten ein Deflektor-Schild zur Verfügung stellen, einen Hyperdrive anbieten, mit entsprechenden Torpedos arbeiten, die Möglichkeit bieten, dass so ein X-Wing Fighter auch dann während des Fluges noch repariert werden kann und dass es Autonavigation zur Verfügung stellt, ohne dabei jetzt auch hier wieder in die Details einzutauchen. Ja? Also denken Sie dran, wenn Sie ein neues Produkt bauen, dann wissen Sie am Anfang meist sehr wenig über die Produktdetails. Und dieses Wissen muss sich erst im Laufe der Zeit, müssen Sie im Laufe der Zeit aufbauen und erwerben. Nicht? Also insofern dient der Canvas dazu, Ihre,
ihre initialen Ideen, ihre initialen Vorstellungen, ihr initiales Wissen festzuhalten. Und der Trick ist, sich wirklich selber auch ein Stückchen weit zu disziplinieren und nicht zu viel Details hier reinzupacken, sondern wirklich auch ein Stückchen weit Mut zur Lücke zu haben, damit dann überhaupt noch eine Verfeinerung und eine Detaillierung im Laufe des Entwicklungsprozesses wirklich möglich ist. Ja, beim Design haben wir zwei Skizzen. Wir sehen also einmal eine Außenansicht und zum anderen eine Cockpit-Ansicht mit dem Dashboard. Nicht? Hatten wir hier oben schon bei der Benutzerinteraktion eine etwas detailliertere Skizze. Und dann haben wir hier noch Constraints, nämlich ein Performance-Constraint. Die Anforderung, dass es mit einem R2-Droiden kompatibel ist, unser Flugzeug. Und naja, Unit Cost ist natürlich sehr offen, müssen wir jetzt noch spezifizieren, wenn wir also sowas wie Design to Cost ansetzen wollen. Hier handelt es sich ja um ein Produkt mit sehr, sehr viel Hardware. Dann sollten wir hier noch wirklich einen Preis vorgeben oder eine Zielgröße vorgeben. Ähnlich sieht es natürlich bei der Performance aus, wo wir sagen müssen, was meinen wir dann hier mit Performance, um was für eine Art von Leistung soll es sich handeln. Ja, jetzt haben wir unser Produkt grob skizziert. Jetzt müssen wir nur noch sagen, was wollen wir im nächsten Sprint tun, und das halten wir dann hier ganz rechts fest. Und ich hatte schon gesagt, nicht jetzt bei so einem Produkt könnte es sein, dass vielleicht technologische Herausforderungen am wichtigsten sind. Ja, und dann ging es vielleicht darum, einen Antriebstyp zu testen oder zu gucken, wie wir das mit den In-Flight Repairs machen. Ja. Bei anderen Produkten ist es vielleicht eher so, dass das Problem ist, gibt es denn den Markt? Ist der Markt groß genug? Ist das Produkt wirklich attraktiv? Und wir vielleicht dann eher einen Prototypen erstellen, um auszutesten, wie reagieren denn Anwender, ausgewählte Anwender auf den Prototypen. Oder auch vielleicht Anforderungen im Bereich des Geschäftsmodells, die sich dann allerdings mit dem Canvas nicht so gut festhalten lassen. Also der Canvas dient eigentlich wirklich dazu, Produktinnovationen umzusetzen, jetzt nicht unbedingt Innovationen im Bereich des Geschäftsmodells. Sie sind alle furchtbar ruhig. Also entweder ist es unwahrscheinlich überzeugend, was ich hier erzähle, oder furchtbar langweilig, oder Sie sind noch ein bisschen müde. Ja, schauen wir mal an, wie der Canvas sozusagen eingesetzt werden sollte. Und vielleicht wird damit aber noch mal so ein bisschen klar, was der Unterschied zu einem Backlog ist oder nicht, wo dann vielleicht auch so ein Canvas helfen könnte. Also wir fangen an, ganz klassisch, mit einer Idee oder einer Vision, leiten daraus einen initialen Product Canvas ab, halten zunächst mal fest, wie wir glauben, dass das Produkt aussehen soll, wer wir glauben, dass die Anwender sind und warum Anwender mit dem Produkt interagieren wollen, sagen dann, was müssen wir jetzt als erstes eigentlich austesten, wo haben wir eigentlich das größte Risiko, die größte Unsicherheit, und fangen dann an, tatsächlich etwas Konkretes zu bauen. Das kann ein Prototyp sein, das kann ein Produktinkrement sein oder ein Minimal Viable Product, je nachdem, was Sinn macht und welches Produkt, mit welchem Produkt wir es zu tun haben. Und ich finde jetzt so die Vorstellung, dass wir etwas entwickeln, etwas bauen, dann schauen, wie ist denn die Reaktion der Anwender, zumindest ausgewählter Anwender, und was können wir daraus lernen, sehr hilfreich. Ja, also das, was letzten Endes auch Eric Ries mit seiner Lean Startup Methode propagiert, ist vielleicht gar nicht so furchtbar Neues. Nicht in Scrum würden wir sagen, naja, es geht darum, Transparenz, Klarheit oder Sichtbarkeit herbeizuführen. Und dann geht es darum zu sagen, was müssen wir jetzt verändern? Was müssen wir verändern? Und das tun wir, indem wir zunächst mal hinterfragen oder inspizieren. Ja, also create transparency und dann inspect and adapt. Das, was ich sehr schön finde an Lean Startup und wofür ich letzten Endes auch versucht habe, diesen Product Canvas zu entwerfen, ist die Differenzierung zwischen Pivot und Persevere. Also ein Persevere wäre sozusagen ein Refinement, wo wir sagen, Mensch, wir haben eigentlich schon eine gute Vorstellung von dem, was wir tun und wie das Produkt aussehen soll und was es leisten soll. Und alles, was wir jetzt machen müssen, ist basierend durch das Feedback, das wir einholen. Wir müssen nachjustieren, kleinere Verfeinerungen und Verbesserungen vornehmen. Ja. Und das lässt sich auch mit dem traditionellen Backlog sehr schön machen. Was ein bisschen schwieriger mit einem traditionellen Backlog zu tun ist, finde ich, ist wirklich eine strategische Richtungsveränderung. Also ein größerer Wechsel, wo wir sagen, Mensch, wir haben ja vielleicht das ganze Benutzererlebnis vollkommen falsch eingeschätzt. Ja.
Oder wir müssen tatsächlich auch nochmal bei den Bedürfnissen der Anwender nachbessern. Oder die Benutzerinteraktion haben wir vollkommen falsch verstanden. Und das würde dazu führen, dass tatsächlich der Canvas oder zumindest Teilbereiche des Canvas geleert werden und dann neu aufgefüllt. Und das ist durchaus ganz normal. Also wenn Sie mit so einem Tool wie dem Canvas arbeiten, dann sollte es ganz normal sein, dass sich der Canvas auch verändert, dass sich das Tool auch verändert und dass sich auch durchaus größere Abschnitte deutlich verändern. Ja, also das ist sinnvoll. Das ist dann sinnvoll, wenn wir eben entsprechend dazulernen und unsere initialen Annahmen sich als vielleicht nicht ganz korrekt herausstellen. Ja, und am Ende purzelt dann hoffentlich so ein schöner X-Wing Fighter heraus, der uns dazu dann dient, das Imperium, naja, wenn auch vielleicht nicht zu schlagen, dann doch zu schwächen. Übrigens, es gibt auch eine elektronische Version. Ja, die Details finden Sie unter der entsprechenden Adresse hier im Web. Dazu möchte ich eigentlich nur sagen, dass ich den Canvas als analoges Tool ursprünglich entwickelt habe und Ihnen auch empfehlen würde, sowohl für ein traditionelles Backlog als auch für so ein Canvas zunächst mal mit der Wand im Büro, also einer Bürowand zu arbeiten, vielleicht auch einer Stellwand oder einem Whiteboard. Dann haben Sie Ihr Backlog, dann haben Sie Ihren Canvas sichtbar, Sie können davor stehen, Sie können davor gemeinsam diskutieren. Die Schwelle, den Canvas zu nutzen, ist sehr, sehr gering und nicht die Informationen sind sichtbar. Aber wenn Sie denn beispielsweise mit einem verteilten Team arbeiten, mit einem virtuellen Team arbeiten, dann kann natürlich ein elektronisches Tool sehr hilfreich sein. Und hier finden Sie also eine erste freie Implementierung, webbasierte Implementierung, die Sie vielleicht einfach ausprobieren können. Ja, und damit bin ich auch am Ende des Vortrags angelangt. Gut, vielen Dank. Jetzt ist aber Zeit, an den nächsten Vortrag sozusagen zu übergeben. Bitte.